Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht, so heißt ein altes Lied. Und das ist immer noch wahr. Und deshalb beten wir. Er hat die Kraft und die Macht, dir zu helfen und dich zu berühren. Wie wunderbar. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Gott möchte dich berühren und ich möchte ein paar Worte sagen über Liebe vertreibt die Angst. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Liebe vertreibt die Angst. Ich möchte da aus 1. Johannes 4, Vers 18 lesen. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Gottes vollkommene Liebe. Das ist keine Liebe mit Emotionen. Ich liebe mal meinen Gott und er liebt dafür auch mich. Ich tue mal was Gutes und Gott liebt auch dafür mich. Nein, die Agabeliebe, die vollkommene Liebe, die hat keine Emotionen, die ist nicht abhängig von unserer Leistung, sondern das ist die vollkommene Liebe, egal was wir für Mist gebaut haben. Gott liebt uns. Das ist Agabeliebe. Und Agabeliebe, das bedingungslose Liebe, nicht irgendwo ja an irgendwie gute Taten rangehängt. Gottes Liebe. Und die größte Liebe Gottes, die wir empfangen haben, ist eigentlich, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Liebe für Menschen, die so viel Quatsch machen. Er ging für uns ans Kreuz, damit wir wirklich seine Liebe und seine Hilfe erfahren können. Und Liebe, diese Liebe vertreibt die Angst. Weil Angst brauchen wir nicht zu haben. Angst ist in dieser Zeit ein ganz großes Wort. Angst mit allen Energiekosten und das betrifft uns alle. Wir müssen alle schauen, wie wir über die Runden kommen. Aber trotzdem, Gott hilft uns. Angst ist ein falscher Berater, heißt es auch in einer Redewendung. Nein, nicht Angst, sondern Liebe Gottes. Das heißt nicht, dass du alles rennen lassen sollst. Gott macht schon. Nein, wir sollen richtige Entscheidungen treffen mit der Weisheit Gottes. Aber ich sag dir, genieße die Liebe Gottes. Danke, Herr, dass deine Liebe alle Angst vertreibt und auch, Herr, in dieser Zeit ganz besonders. Und Herr, dass wir nicht aus Angst heraus reagieren, sondern aus deiner Weisheit. Amen. Amen. Wir freuen uns, für Menschen beten zu dürfen, weil Jesu Macht keine Grenzen kennt. Und eine Frau schreibt für ihre Freundin und bittet um Gebet. Meine Freundin ist an Krebs erkrankt, bereits zum zweiten Mal. Sie hat seit über einem Jahr wöchentlich eine Chemotherapie. Die Therapie schlägt im Moment nicht mehr an und die Metastasen wachsen. Sie ist am Boden zerstört und hat keine Kraft mehr. Sie ist Mitte 50 und hat keine Hoffnung. Bitte beten Sie mit, sie braucht dringend Hilfe. Und Jesus, du kennst diese Frau, die Krebs hat. Und wir danken dir, dass du dich um sie kümmerst. Wir legen sie wirklich in deine Hände. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom ihren Körper durchströmt und dass diese Krebszellen vertrocknen im Namen Jesus. Und wir danken dir, Jesus, dass du sie wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und wir danken dir einfach, dass du ihr neue Kraft schenkst, dass du ihr ganz nahe bist und dass sie wirklich verspüren darf, dass deine Hand sie berührt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Bitte um Gebet für mein Nervensystem, Gehirn und Rückenmark, gegen die Störung, die meine Muskelzuckungen, Stromschläge, Kribbeln und Taubheit auslösen. Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Person kennst. Und wenn man auch die Ursache nicht weiß, aber du weißt sie. Und wir danken dir einfach, dass du eingreifst und diese ganzen
diese ganzen Dinge wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Ob es Nerven sind, ob es Zuckungen sind, ob es Taubheit ist oder egal was es ist. Wir danken dir, dass du größer bist wie jede Krankheit und wir legen das wirklich dir hin. Und ich danke dir, dass du diese Person durchströmst mit deiner Kraft, mit Heilung, mit Ruhe, mit Frieden, mit allem, was du für sie bereit hast. Danke, danke Jesus. Dir sei alle Ehre dafür, dass jeder Nerv wieder seine richtige Funktion aufnimmt. Ja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du es uns gerne mitteilen. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns sein Gebetsanliegen wie folgt. Hallo, der Bruder meines Schwiegersohnes liegt im künstlichen Koma, hat Lungenentzündung und Blutvergiftung. Es sieht nicht gut aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr für ihn beten könntet. Ich danke euch. Danke, Herr. Herr, du siehst die Hoffnungslosigkeit, die Hilflosigkeit, Herr, für diesen Mann, Herr. Ich danke dir, der im künstlichen Koma liegt. Und danke, Herr. Herr, wir bitten dich, berühren gerade jetzt. Herr, danke, Herr, all das, was zerstört wurde, all das, was krank ist, was wund ist. Herr, danke, Herr, dass wir wieder einen vollkommenen, gesunden Körper, Herr, ausrufen dürfen in deiner Kraft, in deiner Auferstehungskraft, in deiner Liebe. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau bittet wegen Long-Covid um Gebet. Sie schreibt Folgendes. Liebe Geschwister, bitte betet für mich. Leide immer noch an den Folgen der Covid-19, an Long-Covid-Beschwerden, an Atemproblemen, Kraftlosigkeit und ständigem Drang zum Schlafen, unerklärliche Erschöpfung und Müdigkeit und infolgedessen Depressionen. Manchmal ist es schwer, einen Sinn darin zu finden, Geduld und Verständnis aufzubringen. Bitte bete, dass ich nicht verzage und an den Herrn im Vertrauen ausharren. Danke. Ja, ich glaube, das sagen viele, oh ja, genau so geht's mir. Vor 3 Jahren wusste man noch nicht, wie man Long-Covid schreibt. Es ist unbeschreiblich, was da man alles hört. Aber auch Gott kennt diese Krankheit und diese Symptome oder auch das, was manche Ärzte nicht mal feststellen können, wollen oder was man da alles hört, wie manche leiden, weil es keiner glaubt, da wollen wir jetzt dafür beten. Danke, Herr. Danke, Herr, du kennst die ganzen Long-Covid-Folgen, Krankheiten, Müdigkeiten, Schlappheit, wo ganze Herr, der ganze Mechanismus des Menschen immer richtig geht und ich danke dir dafür, für alle, Herr, die jetzt zuschauen und zuhören, Herr, durchströme du sie, Herr, mit neuer Kraft, mit neuer Energie und alles, was noch unerforscht ist, wo man nicht weiß, warum was ist, ich danke dir dafür, Herr, du hast uns geschaffen und ich danke dir dafür, für Berührung, Herr, danke, Herr, für neue Kraft, für neuen Elan, Herr, für eine frische Herr, in die Leben hinein, wo so schlapp sind und nicht mehr sich kennen, weil es vorher viel, viel besser war oder richtig gut war. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auch Menschen, Herr, die überhaupt nicht mehr arbeiten können aus Long-Covid heraus, ich danke dir dafür, dass du Neues schenkst. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott tut so viele wunderbare Dinge. Und wir sind immer wieder erstaunt, was Menschen uns schreiben, wie Gott eingegriffen hat. Und da schreibt uns jemand, Probleme beim Autofahren sind weg. Vor circa einem Jahr bekam unsere Tochter bei einem Unfall einen Schock. Jetzt ist dieser Schreck geheilt. Sie kann wieder problemlos Autobahn fahren. Sie hatten für unsere Reise nach Salzburg und Wien gebetet. Es hat alles wunderbar geklappt. Alle Ehre an Jesus und vielen Dank. Rückenschmerzen geheilt, schreibt diese Mutter. Heute Morgen hat mich mein Sohn aus dem Urlaub angerufen. Seine Rückenschmerzen sind weg. Ich danke Gott für seine Heilung und euch für euer Gebet. Er hat die lange Fahrt von 12 Stunden gut überstanden.
und von unfassbarem Segen, schreibt diese Frau. Gott tut Wunder. Ende April habe ich großen Segen erlebt. An 3 Tagen Ende April hat mich Gott finanziell mit insgesamt 10.000 Euro gesegnet. Als wäre das nicht genug, wurde nun zum 3. Mal innerhalb kürzester Zeit mein monatlicher Abschlagsbetrag für den Strom gesenkt und ich musste 1,5 Monate keinen Strom zahlen. Dieses Geld kam wie gerufen in meiner jetzigen Situation. Ich bin früher schuldenfrei als vorher ausgerechnet. Gott ist gut. Gott hat mich auch mit einem tollen Arbeitsplatz gesegnet. Mit viel weniger Stress, keine Überstunden und tollen Kollegen. Was für ein Überfluss. Wie wunderbar. Gottes Hilfe ist da, schreibt eine Frau. Vor einigen Monaten bat ich für meine schwerkranke Nichte um Gebet. Der Weg, den sie geführt wurde, war schwer und ihr Lebensmut war auf ein Minimum gesunken. Heute möchte ich Ihnen mitteilen, dass Gott ein großes Wunder getan hat und sie bisher von der Amputation ihres Beines bewahrt hat. Sie hat wieder neuen Mut und Kraft, das Leben, das ihr geschenkt ist, auf sich zu nehmen. Danke für alle Gebete. Gott tut täglich Wunder. Ja, und das ist wirklich wahr. Und Gott hat so große Dinge für uns bereit. Es ist so schön, immer wieder zu hören, wie Gott eingreift. Ja, tatsächlich. Gerade in dieser Zeit, wo so viel Mangel ist, dann hört man solche Zeugnisse, dass Dinge passieren, die genau gegensätzlich sind. Das ist unbeschreiblich. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden uns freuen. Ja, ich möchte dir heute zurufen. Gott liebt dich bedingungslos. Mach dir das mal wirklich klar und sag nicht immer, ich habe den Fehler, jenen Fehler und Gott kann mich gar nicht lieb haben, weil ich das und jenes nicht tue und nicht zur Kirche gehe und nicht das und nicht jenes. Er liebt dich bedingungslos. Er möchte natürlich, dass du wirklich nach seinem Wort gehst und handelst, aber er liebt dich bedingungslos. Das ist mal ein Fundament, eine Grundbedingung. Und danke heute Gott dafür, dass er dich bedingungslos liebt, egal wie du drauf bist. Ja, und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann darfst du uns das mitteilen. Die Infos sind eingeblendet und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und einladen möchten wir dich heute für nächsten Samstag zur Gebetsnacht, die wir zum Tag machen. Wir werden um 13 Uhr beginnen und es wäre schön, wenn du nach Karlsruhe kommen könntest, in die Christuskathedrale, endlich mal wieder so live und mit Menschen eine Gebetsnacht zu erleben. Melde dich kostenlos an auf unserer Webseite und wenn du gar nicht kommen kannst, geht natürlich auch Livestream, wo wir dann auch anfangen oder auch streamen werden. Also nächsten Samstag 13 bis 20 Uhr Gebetsnacht aus Karlsruhe. Und wir freuen uns auf dich. Bis bald und alles Gute. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.